Ô lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai nulle considération de ton service ni de ma gloire. An den Leser. Dieses Buch, Leser, gibt redlich Rechenschaft. Sei gleich am Anfang gewarnt, dass ich mir damit kein anderes Ziel als ein rein häusliches und privates gesetzt habe. Auf deinen Nutzen war mein Sinn hierbei ebenso wenig gerichtet wie auf meinen Ruhm. Für beides reichen meine Kräfte nicht aus. Es ist vielmehr meinen Angehörigen und Freunden zum persönlichen Gebrauch gewidmet, damit sie, wenn sie mich verloren haben, was bald der Fall sein wird, darin einige meiner Wesenszüge und Lebensumstände wiederfinden können. Michel de Montaigne in der Vorrede zu seinen Essays. Er gibt sich zurückhaltend und anspruchsvoll zugleich, betont seine Aufrichtigkeit, auch wenn es darum geht, die eigenen Fehler aufzuspüren. Hätte ich unter jenen Völkern mein Dasein verbracht, von denen man sagt, dass sie noch in der süßen Freiheit der ersten Naturgesetze leben, würde ich mich, das versichere ich dir, am liebsten rundum unverhüllt abgebildet haben, rundum nackt. Ich selber, Leser, bin also der Inhalt meines Buchs. Am 28. Februar 1571, da ist er auf den Tag genau 38 Jahre alt, zieht er sich in seinen Turm zurück, in voller Lebenskraft in den Schoß der gelehrten Musen. Über 20 Jahre hat er noch Zeit zum Leben und Schreiben. Essays, zu Deutsch Versuche. Er macht darin eine Art Selbstanalyse und Reflexion, wählt Themen des Alltags, greift Zitate anderer Autoren auf und denkt sie in seine Zeit und Lebenswelt hinüber. Von der Furcht, wie wir über denselben Gegenstand lachen und weinen. Von der Ungewissheit unserer Urteile. Morgen ist auch ein Tag. Von der Erfahrung. Klingt ganz alltäglich. Ist es auch. Und gerade das ist im 16. Jahrhundert so neu. Es hat eben bis dahin diese Form der Selbstbetrachtung, auch der kurzen, knappen Texte, die relativ fantasievoll Ideen versammeln, die nicht systematisch vorgehen, die nicht gemäß der scholastischen Disputatio vorgegangen sind, die nicht sozusagen wie Thomas von Aquin ein Argument gemäß der theologischen Lehren auf das andere setzt. Solche Texte hat es bis dahin einfach nicht gegeben. Und diese Selbstbetrachtung, die Montaigne in seinen Essays macht, also es gibt ja längere, es gibt kürzere, die Versammlung dieser Vielfalt, die ist etwas, was das hat, also in der Tat kann man einfach sagen, das ist eine absolute Novität um diese Zeit. Das finden Sie auch nicht bei den großen Renaissance-Philosophen. Da finden Sie zum Teil gedichtete Texte, Verstexte. Da wird viel im Sinne des platonischen Dialogs, wird viel mit Dialogen gearbeitet. Es wird aber nicht in dieser Form inspirativ und von Einfall zu Einfall schreitend. Sagt Hans-Martin Schönhermann. Er ist Professor für politische Philosophie am Geschwister-Scholl-Institut der LMU München. Und er ist Essayist. Wir haben hier kein Bekenntnisbuch, keine Autobiografie, keine Selbstrechtfertigung, keine Selbstanklage, kein Exe homo. Sondern es sind Versuche zur Diskussion angeboten. Montaigne kommt im Schreiben zu sich, beinahe wie man einen Gegenstand erforscht oder eine Gegend, von der man keine Landkarte hat. Da steht er vor uns wie ein gesprächiger Nachbar, den wir in vielen zufälligen Begegnungen allmählich kennenlernen. Und je alltäglicher und zusammenhangloser diese Begegnungen sind, desto deutlicher wird das Bild. Wie die Fantasiegebilde sich bei mir einfinden, staple ich sie auf. Manchmal drängen sie sich zuhauf, manchmal kommen sie in dünner Reihe angetrödelt. Ich will, dass man mich in meiner üblichen, natürlichen Gangart sehe. Stoße ich beim Lesen auf Schwierigkeiten, zernage ich mir denn auch nicht die Nägel hierüber, sondern lasse die Sache, nachdem ich sie zwei-, dreimal vergeblich angegangen bin, auf sich beruhen. Wollte ich mich damit aufhalten, würde ich mich verlieren und meine Zeit obendrein. Denn mein Geist lebt vom ersten Zugriff. Was sich mir nicht auf Anhieb erschließt,
tut es umso weniger, je mehr ich mich hineinbohre. Ohne solch muntres Drauflosgehen schaffe ich nichts, denn zu langes Bemühen und übertriebene Anstrengung machen mir den Verstand trübe und matt. Drei Bücher werden es am Ende sein, mit insgesamt 107 Kapiteln. Unbekümmert, aber nicht ungebildet. Und wenn er betont, er sei kein Gelehrter, so ist das nicht so sehr Ausdruck von Bescheidenheit, sondern es wird von einem Mann seines Standes erwartet. Seine Vorfahren waren Kaufleute, die es im 15. Jahrhundert durch Handel mit Wein, getrocknetem Fisch und Farben zu Wohlstand gebracht haben. Eigentlich heißt die Familie Ecam, aber Michel de Montaigne benennt sich nach dem Landsitz, der seiner Familie seit ein paar Generationen gehört. Das Gut Montaigne im Périgord liegt ungefähr 50 Kilometer östlich von Bordeaux. Als erster in der Familie wählte der Vater den Soldatenberuf und erreichte damit den Aufstieg vom bürgerlichen Kaufmann zum Schwertadel. Der Vater hat seine ganz eigenen pädagogischen Ideen, streng und frei zugleich. Noch aus der Wiege heraus gibt er den Sohn in ein armes Dorf, damit er dort in das Leben der kleinen Leute hineinwächst. Dann lässt er einen deutschen Privatlehrer kommen, der kein Wort Französisch kann und mit dem Kind nur Latein redet. Mit 6 Jahren kommt Michel Ecam auf ein Gymnasium in Bordeaux. Anschließend studiert er Jura. Der Vater wird Bürgermeister von Bordeaux und kauft seinem Sohn das Amt eines Ratsherrn. All dies hat man sich nicht vor dem Hintergrund ländlicher Idylle vorzustellen, sondern in einer ganz und gar unruhigen Zeit. Das 16. Jahrhundert in Frankreich ist das Jahrhundert der religiösen Bürgerkriege. Der Hugenottenkrieg, der etwa um 1560 beginnt und mit der Bartholomäusnacht 1572 seinen schrecklichen Höhepunkt hat, wo an die 30.000 Menschen, Hugenotten, also das waren die französischen Protestanten, ermordet werden. Er erlebt das Ende dieses Bürgerkriegs nicht mehr. Und ist selber, auf der Seite natürlich der Katholiken. Er ist selber Katholik und in dieser Hinsicht ist er auch der Kirche an sich treu geblieben. Aber er stand auch zwischen den Fronten. Er hat auch in seiner Familie verschiedene Glaubensauffassungen. Die Mutter stammte aus einer jüdischen Familie in Spanien und war vermutlich Protestantin. Zwei seiner Geschwister wandten sich dem Calvinismus zu. Die Generation von Michel de Montaigne, der um 1530 Geborenen, ist die erste, die keine eigene Erinnerung mehr an die Welt vor der Reformation hat. Und insgesamt zeigt sich das 16. Jahrhundert, geprägt von Cortés, Kopernikus, Machiavelli, Calvin, Loyola, Giordano Bruno, als eine Epoche der Eroberer, Entdecker und Aufrührer. Mit der Reformation, mit der Öffnung der unendlichen Weiten, mit dem plötzlich Gefühl, dass man auf einem trudelnden Himmelskörper sitzt, irgendwo in einem abseitigen Ort des Universums und Gott nicht mehr selbstverständlich nah ist und plötzlich konkurrierende Religionen da sind, da weiß das Individuum nicht mehr so richtig, woran es sich orientieren soll. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. La terre et les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte et du branle public et du leurre. La constance même n'est. Die Welt ist nichts als eine nimmer ruhende Schaukel. Alle Dinge in ihr schwanken fort und fort. Die Erde, die Felsen des Kaukasus, die Pyramiden Ägyptens, im allgemeinen Schwanken der Dinge und in ihrem eigenen. Die Beständigkeit selbst ist nichts anderes als ein zauderndes Schwanken. Ich kann meinen Gegenstand nicht festhalten. Er geht taumelnd und wankend in natürlicher Trunkenheit einher. Ich ergreife ihn in diesem Zustand, wie er ist, in dem Augenblick, in dem ich mich mit ihm beschäftige. Ich zeige nicht das Sein, ich zeige den Übergang. Nicht einen Übergang von einem Alter zum anderen oder, wie das Volk sagt, von 7 zu 7 Jahren, sondern von Tag zu Tag, von Minute zu Minute. Ich muss meine Erzählung nach der Stunde richten. Ich könnte alsbald ein anderer werden, nicht nur äußerlich, sondern auch anderen Sinnes. Es ist eine Aufzeichnung verschiedener und veränderlicher Zufälle,
unbestimmter und wenn es sich trifft, auch gegensätzlicher Einfälle. Sei es, dass ich selber anders geworden bin, sei es, dass ich die Dinge unter anderen Umständen und anderem Winkel betrachte. Indessen gilt, dass ich mir wohl mitunter widerspreche, der Wahrheit aber, wie Demades sagt, widerspreche ich nicht. Wenn meine Seele festen Fuß fassen könnte, so würde ich mich nicht versuchen, ich würde beschließen. Doch sie ist immer in der Lehre und in der Prüfung. On attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée que à une vie de plus riche étoffée. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Ich führe ein Leben ohne Glanz und Ruhm vor Augen. Warum auch nicht? Man kann alle Moralphilosophie ebenso gut auf ein niedriges und namenloses wie auf reicher ausgestattetes Leben gründen. Jeder Mensch trägt die ganze Gestalt des Menschseins in sich. Dabei setzt sich Montaigne auch mit der Bruchstückhaftigkeit der eigenen Existenz auseinander. Da ist nichts Ganzes, nichts Einheitliches oder Festes. Wir sind alle aus Flicken zusammengesetzt und das so ungestalt und kunterbunt, dass jedes Stück, jeden Augenblick ein eigenes Spiel treibt, heißt es an einer Stelle. Zerbrechlichkeit, Übergänge, das Unterwegssein. Es gibt in den Essays schier unendlich viele Wörter der Bewegung. Mobil, fluent, caduc, labile, coulant, roulant, remuant, vagabond, ondoyant. Instabilité, mouvement, passage, altération, agitation, branle, déclinaison, décrépitude, fluxion, inclination, mutation, variation, vicissitude. Montaigne in Bewegung, so nannte der Schweizer Kulturwissenschaftler und Arzt Jean Starobinski seine Studie. Er versucht darin keine Einordnung oder Rezeptionsgeschichte, sondern er will einen Parcours, eine Wegstrecke oder eigentlich die vielen Wegstrecken nachzeichnen. Variationen über das Thema der Wiedereinsetzung der äußeren Erscheinungen. Wiedereinsetzung und Konsolidierung auch des Ich in einer dynamischen Welt. Die Essays in ihrer offenen Form sind nicht Resultat, sondern ein Prozess. Das sieht man deutlich an dem gedruckten Handexemplar, in dem Montaigne bis an die Ränder einfach weitergeschrieben hat. Was kann ich wissen? Wo ist mein Platz? Ramener à soi, das ist einer der Schlüsselbegriffe bei Montaigne. Auf sich zurückbeziehen, wieder einrichten, zu sich nehmen, zu sich kommen. So zieht er an sich, was ihm im allgemeinen Durcheinander zu entfliehen drohte, sein Leben, seine Gefühle, seine Gedanken, sich selbst. Ein kreisrundes Zimmer im Turm des Schlosses im dritten Stock, 16 Schritte im Durchmesser, ausgestattet mit einer Bibliothek. Das ist seine Zitadelle, die Arrière-Boutique, der geschützte Raum. Ein Leben, in dem er niemanden um Nachsicht bitten muss und niemandem zur Last ist. Durch das Fenster sieht er das ländliche Leben. Draußen hat er Frau und Töchter, aber in diesem Turm hat er nur sich. Sich und sein Ideal von Freundschaft. Es hat diese Freundschaft gegeben, mit Etienne de la Boétie, 4 Jahre lang. De la Boétie war Schriftsteller. Nach dessen Tod 1563 veröffentlicht Montaigne Teile seines Werkes aus dem Nachlass. Und er fängt an, selbst zu schreiben. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'acquaintances et familiarités nouées par quelques... Im Übrigen ist das, was wir gemeinhin Freunde und Freundschaften nennen, nichts weiter als Bekanntschaften und Vertraulichkeiten, die durch irgendwelche Anlässe und Bequemlichkeiten angeknüpft sind, mittels derer unsere Seelen sich miteinander unterhalten. In der Freundschaft, von der ich spreche, mischen und vereinigen sie sich beide in dermaßen völliger Verschmelzung. Der geistig gleichgestimmte Freund wird also zur inneren Notwendigkeit, ganz im Sinne der Definition des Aristoteles, dass da eine Seele in zwei Körpern wohnt. Das ist das eine.
Hinzu kommen die äußeren Umstände. 30 Jahre lang Bürgerkrieg in Frankreich, dazwischen Friedensschlüsse, denen nicht zu trauen ist. Ein Bürgerkrieg verlangt dem Individuum mentale Hochleistungen ab. Und Montaigne hat diese Wirren in aller Intensität erfahren. Die Verstellung gehört zu den namhaftesten Auszeichnungen dieses Jahrhunderts, heißt es einmal in den Essays. Täuschung, Maske, Heuchelei. Wie soll man sich dazu verhalten? Im Turm die Maske erst gar nicht anlegen müssen und außerhalb von Macht und Willkür ein sicheres Versteck finden. Zumindest als Idee. Es bleibt ein Parcours. Montaigne schreibt und schreibt, er kommt nicht zur Ruhe. Und das will er auch nicht. Es zeugt von einem beschränkten oder einem müden Geiste, wenn er sich zufrieden gibt. Kein edler Geist hält bei sich selber still. Immer begehrt und geht er über seine Kräfte hinaus. Er nimmt Anläufe, die weiter zielen, als er gelangen kann. Wenn er nicht weiter strebt und drängt und anrennt und sich wundstößt, so ist er nur halb lebendig. Was er verfolgt, hat keine Grenze und keine Gestalt. Was ihn treibt, ist Staunen, Jagdlust und Zweifel. Apollo gab es uns hinlänglich zu erkennen, der stets nur doppelsinnig, dunkel und verhüllt zu uns sprach, nicht uns zu sättigen, sondern uns zu tummeln und vorwärts zu treiben. Er will nicht belehren, das ist doch eine Vorsichtsmaßnahme. Er war auch ein sehr vorsichtiger Mensch. Er hat sich 71, also ein Jahr vor der Bartholomäusnacht, aus der Politik zurückgezogen. Aber er war ein kluger Kopf, vorsichtiger Kopf, der überlebte. Rückzug einerseits. Und wenige Jahre später finden wir ihn als Unterhändler und Vermittler. 1580 erscheinen die ersten zwei Bände der Essays. Im gleichen Jahr bricht er zu seiner großen Reise auf, über Lothringen, die Schweiz und Süddeutschland nach Rom. Er besucht die Bäder der Christenheit, denn er erhofft sich dort eine Linderung seines Nierensteinleidens. Er reist nach Loreto, Florenz, Pisa und zu den Bädern von Lucca. In Lucca erreicht ihn im September 1581 die Nachricht von seiner Wahl zum Bürgermeister von Bordeaux. Er kehrt zurück, tritt sein Amt an, wird nach 2 Jahren wiedergewählt. Er vermittelt zwischen Heinrich von Navarra und dem Gouverneurmarschall von Matignon, der dann im Amt des Bürgermeisters sein Nachfolger wird. Montaigne hat die Freiheit zur erneuten Begegnung mit der Welt zurückgewonnen, gerade weil er diese äußere Welt freiwillig hinter sich gelassen hatte. Er verkörpert das Individuum in seiner Zerbrechlichkeit und doch Souveränität, nur auf sich gestellt und in völliger Eigenverantwortung. 5 seiner 6 Kinder sind in jungen Jahren gestorben. Der Tod des Freundes traf ihn tief. Montaigne sucht also auch nach einem gelassenen Todesbewusstsein, das ihm seine lebensbejahende Haltung ermöglicht. In der Philosophiegeschichte gilt er als Vertreter der sogenannten pyrrhonischen Skepsis. Was bedeutet das? Es bedeutet, der weise Mensch enthält sich des Urteils, da er nicht sicher wissen kann, was falsch und was richtig ist. Und es folgt gerade aus dieser Haltung eine Unerschütterlichkeit und Unverwirrtheit in den Dingen des Alltags. Vorbild ist die Natur in ihrer beständigen Veränderung. Hinzu kommt bei Montaigne eine Form der Skepsis, die sich zu einer mit Horaz und Epikur verwandten, entspannten Menschlichkeit entwickelt hat. Und er lernt neue Überlebenstugenden. Nur für einen Tag zu vertrauen, sich schon am nächsten Tag neu festzulegen. Wahrheiten von gestern nicht zu leugnen, aber die heute gültigen, die das Gegenteil sein können, gelassen hinzunehmen. Zum Amtsantritt teilte er den Bürgern von Bordeaux mit, was sie von ihm zu erwarten hätten. Bei meiner Ankunft gab ich ihnen meine Wesensart getreulich und gewissenhaft so zu erkennen, wie ich zu sein glaube. Ein Mann ohne Gedächtnis, ohne Umsichtigkeit, ohne Erfahrung und ohne Tatkraft. Auch ohne Gehässigkeit, ohne Ehrgeiz, ohne Habsucht und ohne Gewalttätigkeit. In den Essays zeichnet er das Porträt eines auch äußerlich ganz normalen Menschen. Nicht sehr groß, das Gesicht nicht feist, aber voll, die Nase von mittlerem Schnitt, ein gleichmäßiger und voller kastanienbrauner Bart.
wenn er diesen Menschen neu zu formen hätte. Wahrlich, sagt er, er hätte ihn ganz anders geschaffen. Doch es ist getan. Seine Offenheit ist entwaffnend. Auch dies eine Überlebensstrategie? Da ist der trudelnde Planet, das zerklüftete Selbst, Montaigne in Bewegung. Und wir sehen umgekehrt die Bewegung in Montaigne. Er war ein Kritiker von Machtmissbrauch schon vor der Epoche der Aufklärung. Er beobachtete die menschliche Sexualität lange bevor es die Psychoanalyse gab. Er interessierte sich für brasilianische Stammeskulturen lange bevor es die Kulturanthropologie gab. Und doch teilte er die Mentalität und die Werte seiner Zeit, seines Standes und seiner Generation. Im 6. Kapitel des 2. Buches erwähnt er, er wolle der umherschweifenden Bewegung des Geistes nachgehen und in die undurchsichtigsten Tiefen seiner innersten Falten eindringen. Noch einmal Hans-Martin Schönherrmann. Er stellt überhaupt erstmal die Frage, was treibt mich da so alles an und wie soll ich auch am geschicktesten leben? Er gilt ja als jemand, der in gewisser Hinsicht stoische Elemente hat, das heißt eben des Rückzugs durchaus in die Innerlichkeit. Bei Freud haben wir die Suche nach dem Dunklen, nach der dunklen Triebfeder, die uns stört, eben die Neurosen verursacht. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Suche nach der dunklen Triebfeder, sondern nach den diversen Triebfedern. Er beschreibt nicht das Dunkle, Hintergründige, sondern er beschreibt das, was man so, dem man so nachgehen kann. Und wenn der Gegensatz von Maske und Gesicht die Wahrnehmung zerteilt, gibt es dann möglicherweise ein drittes, eine Synthese als wahrhaftige Erfahrung? Da ist keine metaphysische Garantie, aber da ist die Fülle und Unvollkommenheit des Lebens. Die nie zu erreichende Vollkommenheit fordert von uns, die Methoden immer neu zu überdenken. Und genau das tun die Essays. Diese literarische Gattung entzieht sich jeder Lehrmeinung und geschlossenen Form. Das mag einer der Gründe sein, weshalb sie sich erst im 20. Jahrhundert, nach dem Zerbrechen von Ideologien, hat durchsetzen können. Es gibt auch in der Philosophie nichts Festes, es gibt nur Versuche. Diese machten im 19. Jahrhundert bei Nietzsche, der Montaigne sehr schätzte, eine Art Zwischenstation. Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, dadurch sei doch wahrlich die Lust, auf dieser Erde zu leben, vermehrt worden. Und mit ihm, sagt Nietzsche, mit ihm würde er es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen.